So, einmal kurz den Treibstoff aufgeladen. Was haben wir denn hier? Horchposten X19. Was ist das denn? Der Horchposten X19 wurde kurz nach den Rachni-Kriegen gebaut, für den Fall, dass einzelne Rachni die Vernichtung von Suren überlebt hatten. Der Posten umkreist das Massenportal und ist nach wie vor bemannt und im Einsatz. Obgleich er heute mehr als Zollstation für Forscher dient, die die Rachni-Heimatwelt studieren. Unter den Mitgliedern des Ratsmilitärs gilt die Versetzung auf die Station als Strafe oder Exil, vor allem angesichts des Umstandes, dass es seit 1000 Jahren kein einziges Anzeichen von intelligentem Leben mehr auf Suren gab. Okay. Klingt ja nett. Gut, wo gehen wir hin, ist die Frage. Okay, hier drüben haben wir noch ein paar Klasse, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Will ich jetzt aber vielleicht auch gar nicht machen. Wollen wir noch die Cerberus-Jägerbasis machen? Ach ja, komm, warum nicht? Und danach machen wir uns mal auf zur Citadel, würde ich sagen. Machen wir das doch mal so. Da die Reaper in dem System noch nicht sind, können wir das noch gemütlich erkunden, bevor die Reaper hier dann eintreffen. Das heißt, wir können hier noch fröhlich rumklicken, wie wir wollen. Noveria, aha. Aber hier gibt's auch gar nichts, sehe ich gerade. Nach Noveria geht's also. Okay. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass wir da eine Mission gekriegt haben. Aber, na gut. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal Garrus mit und Edie. Warum nicht? Klar. Bin kein großer Freund von James, hat man vielleicht schon gemerkt, deswegen lasse ich den mal außen vor. So, und dann wollen wir mal schauen. Die Tempest habe ich ja schon angelegt. So, bei den beiden Waffen, ja, wird schon passen. Bei dir, okay. Aber man könnte natürlich noch... Ach nee, hat sie, okay. Gut, lassen wir die einfach, wie sie sind. Punkte wollen wir aber vergeben. So, bei der Brandmuni gehen wir auf den Schaden für uns. Und bei euch gibt es ein bisschen mehr auszugeben, ne? So, erstmal die unabhängige KI hier verstärken. Was haben wir hier? Kraftschaden oder Gesundheits- und Schildbonus? Tja. Gute Frage. Gehen wir mal auf den Kraftschaden. Waffenschaden oder Tech-Schaden? Ich glaube Tech. Und dann war es das auch schon mit den Punkten wieder. Bei Garrus. Der, oh warte mal, wir gehen erstmal hier auf die Turianischen Rebellen, würde ich sagen. 10% Bonus auf Kraftschaden der gesamten Gruppe, das klingt nett. Ja, da bin ich doch dabei. Finde ich gut. Und beim Betäubungsschuss können wir auch noch zertrümmern. 100% mehr Kraft und Schaden gegen eingefrorene Ziele. Naja gut, das kommt jetzt glaube ich nicht so oft vor. Dann gehe ich lieber auf das Aufladetempo. Ich glaube nicht, dass das so oft vorkommen wird, dass wir gerade zufälligerweise Feinde eingefroren haben und dann mit einem Betäubungsschuss draufgehen. Der Feind hat in diesem Sektor einen strategischen Vorteil. Wegen der Jägerstaffelanlage, die sie angreifen werden. Wir wollen sie einnehmen, aber ihre Luftabwehr ist zu stark für einen Frontalangriff. Der Preis dafür wäre zu hoch. Wie soll ich also vorgehen? Durch die Hintertür rein, die Verteidigung deaktivieren, dann schicken wir Truppen. Viel Glück, Commander. Ich habe Sichtkontakt. Über dem Hauptlandeplatz ist eine kleine Plattform. Ich kann sie absetzen, aber es muss jetzt sein. Ziehen wir es durch. Klingt nach Spaß. Das war aber ein weiter Sprung. Oh, was? Mehrere Kontakte. So, Noveria, wie wir es kennen, es liegt ein Haufen Schnee. Sehr angenehm. So, das hast du den. Hallo. So, ist ja nicht noch ein Dritter gewesen? Na gut, dann scheinbar nicht. Wir schauen erstmal kurz hier. Genau, irgendwas hatte ich hier doch blinken sehen. Müssen wir irgendwie hier vorne auf den Landeplatz? Ich weiß es gar nicht. Kannst du mal sehen, wie ich aufgepasst habe. Auf jeden Fall räumen wir erstmal den Centurio weg. Selbst wenn wir hier nicht hin müssen, gibt's doch hier bestimmt was für uns, oder? Du Sau. Also ehrlich mal, so geht's ja nicht. Was ist das für eine Gastfreundschaft hier bei euch? So, weiter geht's.
Okay, dann schauen wir mal in die gute Stube hinein. Hier ist die Konsole. Achso, ich dachte, damit können wir es schon deaktivieren. Wöchentlicher Leistungsbericht, Sergeant Parker. Das gesamte Personal der Basis hat alle Formalitäten durchlaufen. Integrationsprotokolle wurden erfolgreich aktualisiert. Integration heißt wahrscheinlich Indoktrination eigentlich. Nehme ich mal so ganz kühn an. Würde mich zumindest nicht wundern. So, wo müssen wir denn hin? Ach, den Bereich Räumen, das ist alles bisher. Okay. Na, wenn das so ist. Dann sagen wir doch mal Hallo. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, das waren offenbar nur Credits. Ich weiß es nicht. Feinde neutralisiert, Shepard. So. Sieht aus, als hätten wir das Kontrollzentrum gefunden. Das war doch gar nicht mal so schwer. Verdammt, das wird eine Weile dauern. Commander, Feinde nähern sich und wir können nicht warten. Jemand muss die Verteidigung deaktivieren. Ja, das ist doch was für Edie, würde ich sagen. Edie, ab an die Front. Wie Sie befehlen. Achtung, Commander, Sie werden gleich angegriffen. Commander, ich wurde aus meiner Deckung vertrieben. Ziehe mich auf minimale Sicherheitsdistanz zurück. Kein Problem, es gibt niemanden, der dafür mehr geeignet wäre als Edie. Sie alles gesichert haben und teile dann der Einsatztruppe. Warnung, Warnung. Sicherheitsalarm. Beide Motoren haben Riegel frei. Ich kann um die Ecke schießen. Setzen Sie nur Ihre Verteidigung außer Gefecht. Um den Rest kümmern wir uns später. So, sollen Sie ruhig ein bisschen wüten? Sobald daraus sich verzieht, werde ich dann mal mein Übriges tun. Es sei denn, Sie kommen vorher raus. Sieht aber momentan noch nicht so aus. So, das war's für ihn. Oh, jetzt können wir auch hier drüben ein bisschen mitspielen. Das ist doch schön. Oh, so einer mal wieder. Oh, falsche Taste gedrückt. Na? Wie er sich durchzurollen versucht. Du bist trotzdem zu langsam für meinen Sturmangriff. Was? Wer schießt denn anderen Leuten in den Rücken? So geht's doch nicht. Na, Edie, wie lange dauert's noch? Anscheinend benötigt der Shutdown einen synchronisierten Befehl. Das heißt, ich darf hier drüben ran? Okay. Verteidigungssystem deaktiviert. Allgemeiner Befehl 7-7 ausgelöst. Notfallverteidigung aktivieren. Cerberus setzt am Landeplatz manuelle Verteidigung ein, Shepard. Dann müssen wir genau dahin. Manuelle Verteidigung finde ich auch gut. Heißt, die Hütte ist vollgestellt ohne Ende. So, hüpfen wir hier drüber, genau. Kommen wir denn vielleicht gleich mit dem Frontalangriff hoch? Ja, schön. So habe ich mir das doch vorgestellt. Na, hier ist was los. Oh, shit. So, hätten wir das Ding gleich mal aus dem Verkehr gezogen. Wunderbar. Schnauze. So, da drüben steht schon wieder... Nemesis, bitte hier bleiben. So, da drüben steht schon wieder so ein blödes Geschütz rum. Das finde ich gar nicht nett. So, dann werde ich mal, glaube ich, hier rüber gehen. Eat this. Okay, bringt es nicht so wirklich. Haben wir denn vielleicht mal... Natürlich haben wir... Schön. Das hat es gleich komplett zerlegt. Wunderbar. So, wo sind denn hier meine Freunde? Ah, hallo. Du auch hier. Bitte komm. Da sind Sie, Herr Commander. Ich musste erst die Störung überwinden. Gebiet gesichert. Signalisiere der Einsatztruppe. Moment, die Scanner zeigen etwas an, das in Ihre Richtung kommt. Annäherungswarnung. Setze bewaffnete Gegenmaßnahmen ein. Ein Atlas. Großartig. Oh nein. Die Einsatztruppe kann nicht landen. Geben Sie alles, was Sie haben. Ich gehe mal hier oben in Deckung. Natürlich. Oh, ein Traum. Immer diese Atlasse, das ist schrecklich. Macht man nicht so viel Rauch da drüben, das ist gar nicht cool. Halten wir doch einfach mal ein bisschen drauf.
So. Das ging recht schnell. Das Deck ist jetzt geräumt, Shepard. Jemand verletzt? Nur die übliche kleine Fleischwunde. Ich habe den Geschoss gesehen und die Einsatztruppe informiert. Sie ist unterwegs und wird die Kontrolle über die Station übernehmen. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich komme und hole sie raus. Das fände ich sehr nett. Dankeschön. Okay, das war ein kleines, nettes, kurzes Intermezzo. Das war ein wichtiger Sieg, Commander. Ein schwerer Schlag gegen Cerberus-Aktionen in diesem Sektor. Jetzt müssen wir die Anlage nur unter Kontrolle behalten. Das wird Cerberus uns nicht leicht machen. Wir Ihnen aber auch nicht. Dank Ihnen können wir Ihre Verteidigung gegen Sie einsetzen. Ihr Team hat gute Arbeit geleistet, Commander. Sie sollten stolz sein. Danke, Sir. Das ist alles. Hackett, Ende. Na wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, was wir denn jetzt zu einem Kriegsaktivposten dazu bekommen haben. Sind ja doch ein paar zumindest. Rachni-Arbeiter. Die Rachni sind alles andere als hirnlose Insekten und zu technologischen Leistungen fähig, die es mit jeder intelligenten Spezies aufnehmen können. Nach anfänglichem Misstrauen haben sich die zum Tigel abkommandierten Rachni-Arbeiter inzwischen gut in das Projekt integriert. Sie sind besonders effizient bei Aufgaben, die Zusammenarbeit in der Gruppe erfordern, und leitende Mitarbeiter betrauen die Rachni zunehmend auch mit komplexeren Aufgaben. Na, das klingt doch sympathisch. Killertrupp des Shadowbroker. Als neuer Shadowbroker hat Lyra Thassoni die Loyalität des Killertrupps ihres Vorgängers, einem kleinen, aber tödlichen Team von Soldaten, das in den seltenen Fällen zum Einsatz kommt, wenn Informationen nicht ausreichen, um eine Zielperson zum Schweigen zu bringen. Die Methoden dabei sind unterschiedlich, vom subtilen Vergiften bis zum Sprengen ganzer Wohnblocks. Oh, das haben wir im zweiten Teil zu spüren bekommen. Der Killertrupp liefert genau das Maß an Zerstörung, das der neue Broker wünscht. Nach ihrer Rettung durch Commander Shepard hat Thassoni dem Trupp befohlen, gegen die Reaper und Cerberus vorzugehen. Ein Traum. So, was hat sich denn bei der Allianz geändert? Kolonisten von Zeus Hope. Die Asari Shiala wurde von Commander Shepard vor dem Torianer auf Zeus Hope gerettet. Jetzt führt sie eine Miliz aus Kolonisten von Zeus Hope gegen die angreifenden Reaper an und ist dabei überraschend effektiv. Shiala vermutet, dass die frühere Verbindung ihrer Gruppe mit dem Torianer ihren Soldaten ein fast schon unheimliches Gespür füreinander gibt, wodurch sie im Kampf denken und handeln wie ein Mann. Die langfristigen Konsequenzen dieser Verbindung sind unbekannt, aber im Moment sind ihre Effekte der Sache dienlich. Klingt auch, als ob man da weiter dranbleiben sollte, das zu erforschen, bitte aber nicht auf unmenschlichen Wegen, wie das im ersten Teil da gemacht wurde. So, und die optimierten E-Zero-Kondensatoren. Die Theorie hinter diesem Bauteil entwickelten die Techniker der Normandy SA-2. Die Antriebskondensatoren von Schlachtschiffen nutzen spezielle Bauteile auf E-Zero-Basis, um effektiver Wärmeenergie zu kanalisieren und zu speichern. Schon bald wurden diese Kondensatoren auch in das Gerät aus den proteanischen Archiven auf dem Mars integriert. Ich bin irgendwie zu blöd zum Lesen gerade. Ex-Cerberus, verbesserte Jägerstaffel. Eine Staffel verbesserter Jäger wurde Cerberus-Truppen auf Noveria abgenommen. Die Einsätze sind schnell, wendig, sparsam im Treibstoffverbrauch und verfügen gemessen an ihrer Größe über eine erstaunliche Feuerkraft und sehen verdammt nach Star Wars-Jägern aus. Nach der Installation eigener VI-Programme durch die Allianz und einer Untersuchung auf versteckte Sender oder ähnliches wurden sie neu lackiert und umgehend in Dienst genommen. Wunderbar. Und bei den Kroganern sollte die Kompanie Aralak dabei sein? Ja, und noch mehr. Grunt. Der perfekte Kroganer wurde ohne Vergangenheit, ohne Namen und ohne Aufgabe in die Welt geworfen. Nach der Vernichtung der Kollektoren zusammen mit Commander Shepard kehrte Grunt nach T'Chaka zurück, um zu lernen, was es heißt, ein Kroganer zu sein. Nach zahllosen Streitereien und Kämpfen haben die Clans Grunt inzwischen einigermaßen akzeptiert. Der junge Kroganer ist zäh, umsichtig und klug. Er weiß, dass seine Erfahrung sich auszahlen wird, jetzt wo es gegen die Streitkräfte der Reaper geht. Ja, und er hat gerade bewiesen, dass er einfach nicht tot zu kriegen ist in der Mission. Kompanie Aralak. Alte Legenden von T'Chaka besagen, dass das Aralak-Ödland der Ort war, wo Aralak, der erste Krieger, in der Schlacht fiel. Die nach diesem Helden benannte Kompanie besteht aus Kriegern von ganz T'Chaka und jeder Einzelne wurde wegen seiner Stärke, seiner Wildheit und seiner Kampferfahrung ausgewählt. Jede Gemeinschaft der Kroganer schickt nur ihre besten Soldaten, wenn es darum geht, den Clan zu vertreten. Und um die Ehre, wer dazugehören soll, wurde so mancher Kampf ausgetragen. Aktualisiert?
Die Kompanie Aralak wird von Grunt angeführt, einem genetisch hergestellten perfekten Soldaten, der zusammen mit Commander Shepard die Kollektoren bekämpft hat. Der Korganer hat trotz seiner Jugend schon so schwere Schlachten geschlagen, dass ihn die älteren Krieger der Truppe missmutig als Anführer akzeptieren. Aktualisiert: Grunt wurde neben seiner Funktion als Anführer der Kompanie Aralak auch zum Sprecher des Ördnoth-Clans ernannt. Eine politische Entscheidung, die den anderen Clans nicht entgangen ist. Grunt betrachtet seine neue Position als ersten großen Sieg, den er ganz alleine errungen hat. Sein Volk geht mit Respektsbezeugungen sehr sparsam um. Stimmt, ich meine, den Sieg gegen die Kollektoren, das war mit uns zusammen, aber das war sein erster Sieg, den er komplett alleine errungen hat gerade eben. Und dafür hat er sich auch eine Belohnung verdient, ne? Welle um Welle von Rachnir haben die Kompanie Aralak auf Utuku aufgerieben. Einen starken Gegner bis zum Tod zu bekämpfen, ist zwar ein ehrenvolles Ende für Korganer, aber dennoch muss festgehalten werden, dass die Kompanie Aralak nicht mehr existiert. Wie nicht mehr existiert? Es sind doch welche rausgekommen. Ich meine, es war doch nur Grunt, der zurückgekehrt ist, oder? Naja gut, korganische Clans, das hatten wir glaube ich schon insgesamt, aber die Aktualisierung nicht. Commander Shepards Interview mit Diana Ellis über die Einbeziehung der Korganer in den Krieg gegen die Reaper warf ein positives Licht auf die Korganer, was dazu führte, dass sich noch mehr Clans den Bündnistruppen anschlossen. Wunderbar. Warum ich das immer mit vorlese, ist einfach, weil wir eben auch noch Folgen unserer Taten dadurch mit erkennen können. Und ich finde, es dient auch dazu, die Zusammenhänge besser zu erkennen innerhalb des Universums. Klar dauert das immer alles vorzulesen, aber deswegen verteile ich das ja auch immer so ein bisschen zwischen den Missionen, damit es eben nicht zu viel wird und wir trotzdem auf dem Laufenden sind. Ich hatte einen Kumpel, der entlassen wurde. Kategorie 6 nach Eden Prime. Cut 6? Verdammt. Aber auf Eden Prime hätte ich auch den Verstand verloren. Was auch immer Kategorie 6 ist. Er hat gesagt, er sei immer noch diensttauglich. Am Ende hat er mir erzählt, dass er sich Cerberus anschließt. Na toll. Das ist ja großartig. Irgendwelche Nachrichten? Commander? Nein, offenbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, ist jetzt wohl mal so langsam die Citadel dran. Denn wir haben einiges dort abzugeben und auch neu anzugehen. Wir müssen uns mit Miranda treffen. Wir haben wirklich viele Sachen, die wir auch gesammelt haben und jetzt langsam abgeben müssen. Und natürlich müssen wir den salarianischen Ratsherrn treffen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt frei auf die Citadel dürfen oder ob wir da direkt drin landen. Kann durchaus sein. Okay, schauen wir einfach mal. Dr. Bryson muss noch warten. Und mir fällt gerade ein, wir müssen auch noch die Geschichte mit den... wie heißen sie denn? Mit den Söldnertrupps fertig machen. Denn bisher haben wir eigentlich nur das Bloodpack auf unserer Seite. So, Doc 42. Nee, da will ich nicht hin. Ich möchte zu den Allianz-Docs einfach, oder? Nee, warte mal, Doc 42. Was war denn das Normale? Ich hab's vergessen. Ich glaube, Doc 42 ist das Normale, ne? Nee, da geht's zu Aria. Shit. Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Oder? Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Oh, shit. Ich glaube, aus dem Ausflug wird das mal nichts. Was geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Stellen Sie durch. Shepard, die Citadel wird angegriffen. Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Außer Gefahr? Nein. Ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen. Und bin jetzt bei einer Lagenfront auf dem Präsidium. Hat Ashley es geschafft? Wir wurden getrennt. Sie sagte, sie müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker, nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Zu Befehl, Commander.
Ach, und wieder ist Cerberus der große Böse. Die wollen jetzt offenbar alles angreifen und scheinen alle Ressourcen reinzuwerfen. Man weiß bloß nicht so richtig, was denn eigentlich der Plan dabei sein soll, ne? Man hat fast das Gefühl, dass die Spielemacher einfach nur Cerberus jetzt zum großen Bösewicht machen wollen, nachdem sie im zweiten Teil dann noch so eine sehr ambivalente Sichtweise aufgeworfen hatten. So, gegen die Cerberus-Truppen. Ich nehme auf jeden Fall Garrus mit. Eigentlich hat es gerade ganz gut geklappt. Ich glaube, ich nehme wieder EDS zweite mit. Oder wollen wir, warte mal, haben wir noch irgendwas anderes, was jetzt wichtig wäre mitzunehmen an Leuten? Nö, ich glaube, das passt schon so. Okay. Da wir jetzt, glaube ich, kein Level Up hatten, dürfte eigentlich alles noch fit sein. Ja, ich glaube schon. Damit kann es losgehen. Und damit ist der Krieg auch auf der Citadel angekommen. Nett. Und gut, dass Cortez mit der Schüssel umgehen kann. Bailey. Okay, Leute, hier wird gekämpft. Sofort in Deckung. Wird gemacht. Bailey hat's erwischt und wir sollten mal ganz dringend dafür sorgen, dass hier aufgeräumt wird. So. Werfen wir uns gleich mal rein hier. Da bringt die Deckung euch dann auch nicht so viel, wenn ich direkt drüber springe, ne? So, gleich zum nächsten rüber. Oh, was? Da steht ein Geschütz. Das ist ja gar nicht nett. Lass mal den hier gleich nehmen. Es ist halt wirklich äußerst praktisch, dass sich meine Schilde dadurch wieder aufladen, dass ich den Frontalangriff mache. Oder den Sturmangriff, meine ich. Na, komm mal aus deiner Deckung raus. Ah, gut. So geht's auch, indem ich den nächsten nehme. Ah, 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 ah. Aber nicht doch. Okay, Bailey scheint noch zu leben. Ihm geht's noch gut, offenbar. Auch wenn er da niedergestreckt wurde durch einen Schuss. Aber was ihn nicht umbringt, macht ihn nur stärker. Wo bist du denn? Ach, hier. Bin da. Shepard, ich habe gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bailey, was machen Sie denn hier? Ich versuche verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Wie schlimm ist es? Wissen Sie, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drin Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür, wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. Hat der gerade Idi auf den Arsch geglotzt? So. Der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf. Sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherr Valerne. Er soll sich hier mit dem Executor treffen. Achtung, Verrat von innen sehr wahrscheinlich. Sonst nicht viel. Aber wenn er da drin ist. Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Der Ratsherr hat Odina erwähnt. Aber das ist Wahnsinn. Hat er überhaupt einen derartigen Einfluss? Und wer weiß darüber genaueres? Das Ratsmitglied.
Udina soll also doch mit Cerberus im Bunde stecken. Stimmt, wir sind ja eigentlich hierher gekommen, weil Udina, ja, angeschuldigt wurde, irgendwelche Geldbeträge verschwinden gelassen zu haben und mit Cerberus in Kontakt gebracht wurde. Klingt seltsam, aber wir schauen mal, was rauskommt. Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Er könnte im Büro des Executors sein, eine Position, die sich brauchbar verteidigen lässt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug, los. Geht klar.